Aloha, lieber Steinbock. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Jahreslegung für das Jahr 2024. Und wenn dich interessiert, was denn in den verschiedenen Lebensbereichen für dich in diesem Jahr noch geschieht, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, willkommen zurück, lieber Steinbock. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Jahreslegung. Wenn du den Steinbock im Sternzeichen Mond, Venus oder aber auch in deinem Aszendent hast, bist du hier natürlich vollkommen richtig. Vielleicht hast du dir ja bisher schon mal eine Jahreslegung von den anderen Zeichen angesehen, weil du möglicherweise dies eben in deinem Aszendent Mond oder Venus hast. Und ich würde dir auch unbedingt raten, dies zu tun, damit du eben einen möglichst guten Rundumblick auf dieses Jahr für dich hast, trotz Kollektivlegung. Und dann schauen wir jetzt mal rein. Wie du weißt oder vielleicht auch nicht, habe ich mir ein neues Legesystem für diese Jahreslegung überlegt. Dafür brauche ich auch nur ein Tarotkartendeck und das ist dieses hier. Und ich werde daraus jetzt 11 Karten hier auf den Tisch legen und die 12. Karte ist das Outcome. Und ich werde dir natürlich zu jeder Position auch nochmal ganz genau beschreiben, um was es denn da jeweils geht. Und dann möchte ich nun ganz gerne einmal hier für dich reinstarten. Okay, lieber Steinbock, ich hoffe, es geht dir gut. Und die erste Karte, die jetzt hier herausfällt, das ist dein Hauptthema für das Jahr 2024. Das ist auch deine Grundeinstellung in diesem Jahr. Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, welches Hauptthema hat der Steinbock in diesem Jahr 2024, in dem Jahr des Drachen und des Sonnenjahres, wo es für uns alle auch darum geht, uns auch nach außen zu präsentieren. Und hier haben wir die 8 der Stäbe, die Schnelligkeit und die plötzlichen Nachrichten. Okay, da jetzt die erste Karte gefallen ist und wir hier jetzt dein Hauptthema haben, lieber Steinbock, gehe ich jetzt direkt in die anderen Positionen über. Und diese werde ich jetzt einfach ab diesem Stapel dann abheben. Und die Position Nummer 2 habe ich mir überlegt, da geht es um die Liebe und um all die Beziehungen, die du in deinem Leben führst. Und hier haben wir das Eon und das ist im Tarot das Gericht und das bestimmt hier eben dein Liebesleben. Dann an Position Nummer 3 geht es hier um deine Familie und um Kinder, falls du welche hast. Oder du eben auch selbst als Kind jetzt hier auf deine Eltern vielleicht ja auch schaust. Ich hoffe, du siehst es so gut. Und dann an Position Nummer 4 geht es hier um deine Freundschaften. Welches Thema hat denn hier der Steinbock in Freundschaften? Und hier haben wir den Narr. Wow. An Position Nummer 5 geht es um deine Freizeitaktivitäten, aber auch um deine Hobbys. Und hier haben wir die 7 der Münzen. Und hier, das ist eine sehr schöne Position, wie ich finde, geht es um den Punkt Nummer 6 und hier ist dein Unterbewusstsein angesprochen und hier geht es um alle Themen, die dich irgendwie unterbewusst beeinflussen. Und hier haben wir die Königin der Kelche, sehr interessant. Und als nächste Position gibt es hier die Position Nummer 7 und das ist deine Arbeit und dein Beruf. Um was geht es hier? Und hier haben wir die 8 der Münzen. Okay, ich schiebe das gerade mal noch ein bisschen hoch, weil ich sehe, dass ihr die unteren Karten nicht so gut wahrnehmen könnt. So passt es. So, und an Position Nummer 8 hier geht es um deine Finanzen. Und hier, lieber Steinbock, hast du den Ritter der Schwerter. Okay. Dann hier an Position Nummer 9 habe ich mir erdacht, möchte ich ganz gerne für dich erfragen, was könntest du, lieber Steinbock, in diesem Jahr für dich neu beginnen? Wo darfst du nochmal Energie reinstecken? Wo kannst du vielleicht nochmal transformieren? Und da hast du hier das Ass der Kelche. Wow,
sehr interessant. Und die Position Nummer 10, weil die Numerologie ist mir ja auch wichtig und die 10 ist ja eben die Vollendung. Und hier möchte ich ganz gerne für dich wissen, was kannst du hier auch nochmal angehen in diesem Jahr und was darfst du vollenden? Egal, ob das ein Thema ist, ob das ein gewisses, ob das eine Beziehung hier betrifft oder andere Sachen. Was könntest du hier für dich vollenden in diesem Jahr? Und hier haben wir die Königin der Stäbe. Wow, interessant. So, die letzte Position ist hier die Position Nummer 11. Und hier möchte ich ganz gerne wissen, welche Botschaft möchte dir denn hier aus der lichtvollen geistigen Welt zukommen lassen? Und wenn du jetzt so gar nicht an Religionen glaubst oder für dich keinen festen Glauben hast, dass du sagst, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus oder wie auch immer du das benennst, dann kann es hier auch einfach deine Gedankenebene sein. Dann kannst du das Ganze für dich in dieser Position einordnen. Und hier haben wir den Magier. Wow, das ist eine sehr schöne Energie. Und die letzte Karte, denn ich wollte unbedingt in diesen Jahreslegungen 12 Karten für euch haben, ist das Outcome. Und diese Karte, die ich dir jetzt zeigen werde, das ist deine Lernaufgabe für dieses Jahr. Und hier haben wir die Prinzessin der Stäbe. Krass. Okay, lieber Steinbock. Ich möchte ganz gerne noch kurz vorab sagen, bitte beachte, dass das, wie gesagt, eine kollektive Legung ist. Und du kannst auch, wenn du möchtest, gerne mal schauen für jede Zahl, dass du hier auch den Monat entsprechend zuordnest. Nur werde ich jetzt hier in der Bedeutungsfindung dieser Karten jetzt nicht noch auf die jeweiligen Monate eingehen, aber vielleicht kannst du das sogar so auch für dich einordnen, ja? Also, dass ja jede Zahl 1, der Januar und so weiter ist und du vielleicht sogar auch genau in diesen Energien in den jeweiligen Monaten für dich steckst, okay? Also, lieber Steinbock, wir fangen mal an mit deinem Hauptthema, hier mit 8 der Stäbe. Also es geht für dich scheinbar in diesem Jahr sehr viel um Kommunikation. Es geht für dich um plötzliche und schnelle Dinge, die hier in dein Leben treten werden. Und die werden eben auch auf jeden Fall über irgendeine Art der Kommunikation zu dir gelangen. Ob das jetzt Nachrichten sind, E-Mails, Anrufe oder ob hier jemand mündlich mit dir spricht. Hier wird auf jeden Fall viel kommuniziert. Und ich sehe hier auch, dass du hier auch versuchst, Brücken zu schlagen, entweder zum anderen Geschlecht oder eben auch zu Menschen, zu denen du bisher irgendwie konfliktbehaftete Verbindungen hattest. Und ich sehe auch, dass es ganz generell für dich in der Grundenergie auch darum geht, dass du ein bisschen an Tempo gewinnst. Also, dass auch dein Leben in diesem Jahr irgendwie sehr schnell an dir vorbeiziehen wird. Also nutze unbedingt, also jede Minute in deinem Leben, mach dir die auch auf jeden Fall stark bewusst. Und du wirst auf jeden Fall auch am Ende des Jahr 2024 das Gefühl haben, das Jahr, das ging wie ein Handschnips hier rum. Ja? Deswegen, vielleicht hilft dir das auch in irgendeiner Situation zu sagen, okay, vielleicht könnte ich hier noch ein bisschen schneller agieren, hier ein bisschen plötzlicher was von mir hören lassen, damit du dir da eben die Chancen und die Impulse, die du dann von außen bekommst, eben auch direkt nutzt, ja, also dass du hier nichts verstreichen lässt sozusagen. Okay, interessant. Und das ist ja auch ein sehr schönes Grundthema, die Kommunikation und auch eben, dass Dinge hier schneller vorangehen. In deinen Liebesbeziehungen, lieber Steinbock, sehe ich hier mit dem Gericht, dass du hier auf jeden Fall für dich eine Lösung finden wirst. Ich sehe hier, dass du eine sehr, sehr lange Zeit auf etwas wartest oder dir hier auch wie Gerechtigkeit wünschst und vor allem eben auch, dass du hier eben auch auf jeden Fall, wie gesagt, eine Entscheidung treffen wirst. Ja, das ist wie so eine Art Auferstehung, die ich hier auch wahrnehme. Vielleicht warst du ja auch eine sehr lange Zeit in einem Dornröschenschlaf, hast dich vielleicht nicht wirklich dem Thema Liebe gewidmet oder es war vielleicht auch so, du hättest dich gerne in deiner Vergangenheit dem Thema Liebe mehr gewidmet, aber es hat sich einfach in deinem Leben nichts Wirkliches ergeben, wo du sagst, okay,
Damit kann ich jetzt was anfangen. Aber jetzt mit dem Gericht, lieber Steinbock, kommt jetzt hier eine erneuernde Energie in dein Leben in Sachen Beziehungen und in Sachen Liebe. Du wirst jetzt hier sozusagen, du hast irgendwann mal eine Ursache gesetzt für dich in diesem Themenbereich und jetzt wirst du das Resultat ernten sozusagen. Ja, also es kommt jetzt hier zu einem Karma-Ausgleich, der sich hier zeigt. Und das geht eben auch wirklich aber für dich einher mit irgendeiner Klärung oder mit einer Entscheidung in deinem Leben. Und ich sehe auch, dass diese Entscheidung und diese Klärung auch von dir rausgeht. Das bezieht sich natürlich hier auch auf andere Menschen in deinem Umfeld. Ja, das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf den Bereich Partner. Vielleicht bist du ja auch wirklich Single und du hast gar keinen Partner an deiner Seite. Und insofern kannst du hier natürlich auch auf Familienmitglieder schauen oder auf deine eigenen Kinder oder auf Freunde, die du natürlich auch liebst. Und hier wird aber, wie gesagt, eine erneuernde Energie hier in dein Leben treten. Hier werden sich neue Energien mit alten Energien mischen. Und ich nehme hier einfach wie so ein neues und sehr breites Spektrum wahr, was dir jetzt hier zuteil wird. Ja? Und wenn du hier auf einen sehr speziellen Mensch schaust und du hier in einer Partnerschaft oder in einer Ehe bist, dann sehe ich hier, dass in dieser Verbindung hier diese Liebe nochmal neu aufgegriffen wird, dass man diese Liebe neu für sich entdeckt oder eben auch, dass hier auch neue Facetten in diese Beziehung oder in diese Ehe hineinspielen werden, weil du dich eben auch weitergebildet hast, weil du dich eben auch hier weiterentwickelt hast. Das sehe ich hier eben auch an sehr, sehr vielen anderen Karten. Sehr schön. Und wenn du, lieber Steinbock, jetzt hier schon eine sehr, sehr lange Zeit Single bist und du dir nichts mehr wünschst, als endlich einen Partner in dein Leben zu ziehen, dann sehe ich hier, dass auf jeden Fall Gerechtigkeit jetzt hier in dein Leben kommen wird und dass hier ein Mensch sich für dich entscheiden wird, falls hier jemand zwischen den Stühlen gestanden hat, was deine Person angeht, ja, oder vielleicht ja auch du hier gerade zwischen zwei Menschen oder noch mehr Menschen wählen musst und dann wirst du hier die richtige Entscheidung für dich treffen. In Sachen Familie und in Sachen Kind nehme ich hier wahr, schau dir mal diese Karte auch genauer an, hier mit dem Mond, dass du auf jeden Fall, es gibt hier eine Sache in deiner Psyche, lieber Steinbock, und auch in deiner Familienkonstellation, die sich hier auch ein bisschen als schwierige Energie zeigt, vielleicht auch als eine sehr zähe Energie. Und ich nehme hier eben auch wahr, dass das auch inkarnationsübergreifend bei dir schon in der Familie Thema ist. Also du hast hier auch ein Ahnenthema sozusagen und es ist jetzt halt die Frage, glaubst du an Inkarnation? Glaubst du daran, dass wir karmische Verstrickungen mit in andere Leben nehmen können oder dass zum Beispiel deine Ahnen in der in dem jeweiligen Geschlecht eben verschiedene Themen haben, aber es ein Thema gibt wie so ein roter Faden, der sich eben durch alle Generationen zieht. Und ich nehme hier ganz klar wahr, lieber Steinbock, dass du die Aufgabe hier vom Spirit bekommen hast, diese Prüfung hier zu meistern, diesen Ahnenkonflikt, dieses Karma in Sachen Ahnenthemen hier aufzuklären, weil ich sehe, dass du hier nämlich die Stärke besitzt und du besitzt vor allem auch die Weisheit und auch die Intuition, die es benötigt, um dieses Thema hier erstens mal zu erkennen und zweitens auch mit der Wurzel dann sozusagen auch aus deinem Leben zu entfernen. Und da müssen wir auch auf jeden Fall hier nochmal in dein Unterbewusstsein schauen, weil ich hier eine sehr starke Verbindung wahrnehme. Aber das werden wir dann machen, wenn wir hier an diesen Punkt kommen. Solltest du, lieber Steinbock, Kinder haben oder dir Kinder wünschen, dann ist hier angezeigt, dass hier die Mutterschaft für dich in diesem Jahr auch eine große Rolle spielt. Ja? Vielleicht hast du ein Thema mit deiner Mutter, vielleicht hast du ein
Mutterkonflikt oder auch das Thema Elternschaft spielt für dich vielleicht auch eine tragende Rolle in diesem Jahr. Und ich sehe hier auch für viele eben auch eine nicht so hoch schwingende Energie. Also es ist könnte hier sowas sein wie, du wünschst dir vielleicht schon sehr, sehr lange ein Kind oder generell Kinder und du hast aber vielleicht bisher noch nicht den richtigen Partner dafür gefunden. Oder es sollte bis jetzt irgendwie einfach noch nicht so sein, ja, dass du eben Mutter oder Vater wirst. Und dann wirst du dich mit diesem Thema hier auch nochmal beschäftigen. Und es geht hier für dich in irgendeiner Art und Weise auch um das Thema Annahme, dass du hier scheinbar in irgendeiner Situation gut damit umgehen könntest, wenn du hier diese Sache einfach annehmen kannst, so wie sie gerade ist. Weil durch diese Annahme kommst du eben in dieser Energie, dass sich hier auch Dinge entwickeln können. Ja, das ist hier scheinbar sehr, sehr wichtig. Als nächstes, lieber Steinbock, sehe ich hier in deinen Freundschaften, dass hier etwas neu beginnt. Das ist ähnlich wie mit der Energie, was ja aber auch schon die Beziehungen und auch das Thema Liebe anspricht, was ja auch unbedingt auch etwas mit Freundschaften zu tun hat. Deswegen habe ich diese Position auch entsprechend gewählt. Und ich sehe auch hier so das Thema Erneuerung, beziehungsweise auch dass hier ein neuer Mensch in dein Leben treten wird. Und dieser Mensch, das kann eine Frau, aber auch ein Mann sein, hier liegt jetzt kein spezielles Geschlecht, der bringt eine ganz neue Energie in dein Leben. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, dass du diese Person irgendwo kennenlernen wirst, wo du auch etwas Neues erlebst. Ja, jetzt mal angenommen, du warst noch nie in einem Freizeitpark, ja, das ist jetzt kein allzu gutes Beispiel, aber angenommen, das ist so der Fall und dann gehst du zum ersten Mal in einen Freizeitpark und dort lernst du dann durch Zufälle, die es ja nicht gibt, hier einen Mensch oder vielleicht sogar mehrere Menschen kennen, die dich in deinem Leben eine sehr, sehr lange Zeit hier noch beeinflussen, aber das auch in seiner sehr, sehr schönen und positiven Energie. Und hier auch mit einer gewissen Leichtigkeit, die ja hier eben auch dich dazu animieren werden, neue Dinge hier auch mit dieser Person dann zu erleben. Aber wie gesagt, es kann auch gleichgeschlechtlich sein. Ich bekomme jetzt hier eher weniger rein, dass du jetzt hier einen neuen Mann zum Beispiel, wenn du als Frau zusiehst, kennenlernst und der erst dein Freund ist und sich daraus dann mehr entwickelt. Das könnte natürlich auch für die eine oder andere Person so sein. Aber ich sehe hier eher, dass ihr sehr stark verbunden sein werdet über Themen, die ihr euch sehr stark teilt, aber auch hier eben durch neue Impulse und Chancen auch nochmal ganz neue Erfahrungen für dich durch diese Person in dein Leben kommen werden. Es ist im Übrigen auch gut möglich, dass du diesen Mensch auch über die Arbeit kennenlernst. Ja, das kann ich hier auch nicht ausschließen. Du wirst auf jeden Fall sehr überrascht sein, weil du damit eben auch einfach gar nicht rechnest. Ja. In deinen Freizeitaktivitäten und was deine Hobbys angeht, lieber Steinbock, sehe ich hier, dass du hier schon einiges versucht hast. Ich sehe, dass du aber auch noch auf der Suche bist, ja. Also, dass du hier immer wieder verschiedene Münzen in Anführungsstrichen umdrehst, um für dich zu sehen, was ist es denn eigentlich, was mich berührt? Was ist es denn eigentlich, was ich gerne tue, ja? Ich meine, egal welchen Mensch du das fragst, jeder wird dir mit Sicherheit eine Sache sagen können, ja. Aber dann hört es auch für die meisten schon auf. Und es gibt wirklich immer mehr Menschen auf dieser Welt, die gar keine Hobbys haben, ja. Und ich sehe aber, dass du hier auch schon viel Geduld bewiesen hast. Aber ich frage mich hier, warum eigentlich Geduld? Auf was wartest du denn? Weil ich nehme das hier so wahr, dass du dich in einer suchenden, aber auch wartenden Energie aufhältst. Und aber dieser Themenbereich Freizeitaktivitäten, das ist etwas, was aus dir herauskommen muss. Vielleicht braucht es hier auch einen Mensch in deinem Leben, der dich zu etwas animiert, weil du vielleicht auch jemand bist, der nicht gerne Sachen alleine macht oder so. Angenommen, du würdest gerne dreimal die Woche joggen gehen, aber du sagst, aber alleine habe ich da einfach keinen Bock drauf. Ja, ich bräuchte einfach einen Mensch, der mit mir das erlebt. Also ein Travel-Partner oder ein Sportpartner oder ein Reisepartner oder was auch immer. Ja, und du auch deswegen hier irgendwie so ein bisschen auf der Wartebank sitzt, weil du denkst dir, wann kommt es denn eigentlich jetzt endlich mal dazu, dass ich hier
meine Freizeit vielleicht eben auch anders gestalte oder hier etwas Neues in mein Leben geführt wird. Und da möchte dich diese Karte auch nochmal darauf hinweisen, dass es hier vielleicht auch an der Zeit wäre jetzt für dich, lieber Steinbock, dass du hier in die Aktivität gehst, ja. Wovon ja sowieso ganz generell auch das Jahr des Drachen auch spricht, dich dazu zu animieren, deine männliche Seite hier nach außen zu bringen, ja, dass du hier einfach verschiedene Dinge mal ausprobierst. Und wenn das keinen Spaß macht oder das für dich nicht bockt oder das für dich nicht vibet, dann kannst du es ja einfach auch wieder sein lassen. Aber einfach mal versuchen, hier noch ganz andere Dinge mal auszuprobieren. Und ich kann dir da nur einen Tipp geben, die Dinge, vor denen du dich erstens fürchtest und zweitens, die du irgendwie so kategorisch für dich ablehnst, da würde ich dir mal empfehlen, da ein bisschen genauer hinzuschauen, weil hier liegen oftmals krasse Potenziale, ja. Okay, lieber Steinbock, was beschäftigt dich unterbewusst? Und jetzt kommen wir hier zu einem sehr wichtigen Punkt scheinbar für dich, weil ich sehe ja, dass in Sachen Beziehungen und Liebe und Freundschaften es jetzt hier zwar jetzt nicht katastrophal bei dir aussieht, aber ich sehe hier schon eine gewisse Stagnation und dass du dir wünschen würdest, dass sich hier Dinge sozusagen von alleine lösen, dass hier etwas Neues geschieht, dass hier neue Verbindungen entstehen. Aber dafür musst du dir natürlich auch bewusst machen, dass du selbst hier ja das Gegenüber auch darstellst. Und du legst dich hier mit der Königin der Kelche in dein Unterbewusstsein. Und das bedeutet, dass es für dich in diesem Jahr nur um deine Gefühle und um deine Emotionen geht, die dich hier in irgendeiner Art und Weise hier sehr stark belasten. Und immer mal, wenn du kurze Momente der Stille hast oder wo du eben auch mal in deinen Gedanken so ein bisschen tauchen gehst, dann kommen hier ungute Gefühle in dir hoch. Das muss auch jetzt gar nicht immer nur ungut sein. Es ist auch hier möglich, dass auch teilweise sehr schöne Gefühle hier für dich an die Tagesoberfläche kommen. Aber diese verbindest du mit Situationen oder auch mit Beziehungen in deinem Leben, wo du aber für dich einfach noch ein Thema hast. Und hier wirst du auch davon sehr stark beeinflusst. Es ist hier auch für einige von euch auch gut möglich, dass du jemand bist, der zu schnell sein Herz an andere vergibt, dass du dich zum Beispiel auch schnell verliebst, dass du schnell auch eben, wie gesagt, deine Gefühle einfach anderen offenbarst oder eben auch ganz offenherzig durch die Welt gehst. Ich finde das total schön und ich finde das auch sehr bewundernswert und ich schätze das auch sehr. Aber ich möchte dir hier auch noch den Hinweis geben, du solltest hier auch unbedingt auf dein Herz auch Acht geben. Also, dass du hier auch Grenzen ziehst, dass du dich auch schützt, weil es gibt halt einfach sehr viele sehr negative und sehr ekelhafte Menschen auf dieser Welt, die genau so Menschen wie dich hier eben extrem ausnutzen. Diese Gutmütigkeit, diese verständnisvolle Art, die du halt hier auch jedem entgegenbringst und auch dieses Liebevolle. Du bist ja auch jemand, der sehr stark nach Frieden und Harmonie strebt in seinen Beziehungen und das ist halt eine Sache, deine Emotionen, die durchwandern dich sozusagen in diesem Jahr und die beeinflussen dich in jeglichem Denk- und auch Entscheidungsprozess. Und jetzt komme ich hier auch nochmal zu dem Thema Familie und Kind, ja. Es ist ja auch für einige Steinbock-Geborene gut möglich, dass dich auch ein Thema beschäftigt mit einem Wasserzeichen. Und ich nehme hier halt eine sehr starke weibliche Energie wahr, weil wir ja auch hier die Königin der Kelche haben. Also es ist gut möglich, dass du hier auf eine Skorpion-, Krebs- oder Fische-Dame blickst. Vielleicht bist du ja Steinbock-Mann und diese Frau beschäftigt dich einfach extrem. Es ist aber hier auch gut möglich, dass du hier zum Beispiel auf eine Schwester schaust oder vielleicht auch auf eine gleichgeschlechtliche Liebe oder zum Beispiel auch auf deine Mutter, dass auch dies, weil die Königin der Kelche steht eben auch repräsentativ auch immer so für diese mütterliche, geborgene Energie, ja. Und dass du hier eben so ein Thema in deinem näheren Bekanntenkreis hast und es aber scheinbar etwas ist, was dich hier auch sehr stark belastet oder wo du eben auch hier aus deinen Gefühlen für diesen Mensch nicht richtig schlau wirst oder hier kein
Fazit für sich ziehen kannst und vielleicht auch deswegen hier in der Liebe und Beziehungen auch nochmal mit dem Gericht diese Tendenz da liegt, dass es hier eben für dich wirklich wichtig wäre, mal eine Entscheidung zu treffen oder eben auch hier diese erneuernden Energien eben auch in deine Gefühle mit einfließen zu lassen. Also, dass du auch hier durch Gedankenkontrolle versuchst, deine Gefühle hier auch zu steuern. Denn du, und das solltest du dir immer wieder bewusst machen, bist ja hier die Schöpferin oder der Schöpfer deines Lebens. Und du hast in der Hand, welche Gefühle sich durch deine Gedanken überhaupt in dir auftun. Ja, also zügle hier deine Gefühle und Emotionen und kläre hier diese Situation. Und wenn es für dich eben darum geht, dass du dich vielleicht auch in deiner Familie hier irgendwie nicht emotional gesehen siehst oder dich nicht emotional aufgefangen siehst, dann wird dich dieses Thema eben in diesem Jahr sehr, sehr stark begleiten. Ja, interessant. Weil auch interessant ist, dass das sehr, sehr viele Sternzeichen bis jetzt schon in ihren unterbewussten Prozessen eben einfach laufen haben, ja. Also dass es auch wirklich für uns alle im Kollektiv scheinbar auch extrem um unsere Gefühlsebene geht und dass wir deren eben auch mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, ja, in jeglicher Form. In Sachen Arbeit und Beruf, lieber Steinbock, sehe ich hier, das ist deine Karte so für mich auch, dass du sehr fleißig bist. Das ist auch so dein Ding, dass du hier auch etwas wirklich sehr, sehr gerne tust, dass du auch viel Investment in deine Arbeit steckst, dass du vielleicht auch schon eine längere Zeit an dem Arbeitsplatz bist, wo du jetzt gerade arbeitest. Vielleicht spielt für dich die Zahl 8 hier auch eine wichtige Rolle. 8 Wochen, 8 Monate, 8 Jahre. Und ja, ich nehme hier auch wahr, dass du das, was du tust, einfach gerne tust, dass du darin gut bist, was du machst, ja, und dass du auch damit dir auf jeden Fall ein stabiles Fundament bis jetzt erarbeiten konntest oder eben auch gerade noch dabei bist, dieses stabile Fundament hier zu erweitern beziehungsweise hier auch weiter zu festigen. Ja, das ist dir ja auch als Erdzeichen sehr wichtig und vor allem Steinbock geborene sind eben auch wirklich sehr häufig auch sehr fleißige Menschen, die viel Durchsetzungsvermögen mitbringen und auch so ein Langmut auch. Da beneide ich euch auch immer darum, auch mit dieser Ausdauer, woran ihr eben auch hier ohne ein Lob zu kriegen oder ohne hier irgendwie Anerkennung zu bekommen, hier weiter an Dingern ackert, weil das eben vielleicht in euren irgendeinen Glaubenssatz von euch erfüllt oder was auch immer. Ja, also du bist hier auf jeden Fall auf einem guten, stabilen Weg. Ich sehe hier für die wenigsten Steinbock-Geborenen, dass es gerade jetzt für dich um Veränderungen in der Arbeit geht, sondern eher hier darum, dir hier vielleicht in deinem Bereich noch weitere Fähigkeiten anzueignen, ja, okay, aber jetzt nicht, dass du jetzt in ein anderes Genre wechselst oder dass du überhaupt viel darüber nachdenkst, jetzt hier diese Stabilität, die du dort gefunden hast, jetzt hier wieder zu verlassen, weil irgendwie tut dir das auch in diesem Jahr ziemlich gut, weil du eben ja auch sonst sehr viel auch in deinen Gefühlen schwimmst, ja, und hier auch ein paar sehr luftige Themen hast und dann tut dir hier eben auch diese Erdung gut, diese Sicherheit, die du eben an diesem Arbeitsplatz scheinbar hier für dich hast, ja. In Sachen Finanzen haben wir hier den Ritter der Schwerter. Es gibt auf jeden Fall bessere Karten und auch für diese Position oder eben auch ganz generell ist der Ritter der Schwerter ja jemand, der auf jeden Fall, ja, ich sag jetzt mal, sehr schnell auch daherkommt. Also auch hier ist es ja auch irgendwo dein Hauptthema, Schnelligkeit, Sachen direkt anzugehen. Und vielleicht hast du eben auch wirklich, lieber Steinbock, in deinem Leben gerade ein Thema mit Finanzen, dass du, dass es hier von dir verlangt wird, dass du Chancen und Impulse direkt erkennst und diese eben auch umsetzt, ja. Das ist wie, wenn du zum Beispiel beim, ich weiß nicht, warum mir dieses Bild jetzt gerade reinkommt, aber wie wenn du beim Baseball einen Ball fängst, kurz bevor du den dann mit deiner Schnelligkeit in die Ziellinie bringst, ja. Also du empfängst etwas und das sollst du eben nehmen und damit etwas anderes erreichen sozusagen.
Ja, angenommen, oder wenn du im Vertrieb bist, zum Beispiel, wenn du Verträge schreibst, dass du den Mensch, den du da vor dir sitzen hast, eben den Vertrag gibst und der aber dann den auch unterschreiben muss, damit du dann eben auch daraus zum Beispiel deine Provision kriegst, dein Gehalt oder was auch immer, ja. Ich sehe aber auch, dass einige von euch hier wirklich ein Thema haben, auch im negativen Sinne, dass du dich hier vielleicht auch ungerecht behandelt fühlst, dass du vielleicht auch das Gefühl hast, du verdienst hier wirklich zu wenig für das, was du an Engagement hier auf deiner Arbeit hier bringst. Vielleicht würdest du auch gerne hier eine mehr Verantwortung übernehmen in deinem Beruf oder hier auch gerne zum Beispiel in der Erfolgsleiter hier nach oben steigen, so eine Leitungsposition übernehmen, aber hier gibt es irgendeine Person, die das Ganze noch blockt, also die hier immer wieder dazwischen schießt, die hier vielleicht laut, unverschämt ist oder eben auch einfach hier deine Talente und auch deinen Drang danach hier einfach für extra nicht wahrnimmt, ja, weil der Ritter der Schwerter, das ist schon niemand, mit dem man sich hier just for fun einfach anlegt, ja, weil das ist schon eine Person, das könnte ein Luftzeichen vielleicht auch für dich sein, Zwillinge, Wassermann, Waage, vielleicht ist es ja auch dein Steuerberater oder dein, was auch immer, Finanzberater oder so, der dir hier mal ganz klipp und klar sagt, Mädel oder Junge, du musst jetzt hier mal echt aufpassen, wie du deine Ausgaben und Einnahmen hier in Balance hältst, ja, weil sonst hast du hier nämlich echt in sehr kurzer Zeit bald ein Problem, ja. Also hier nimmt jemand auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund, hier ist jemand sehr geradeaus und hier vielleicht auch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Es ist ja auch eine Möglichkeit, dass du vielleicht noch jemand Geld schuldest oder dir jemand Geld schuldet oder auch eine Behörde, ja, und hier aber dieser andere Pol hier, auf den du schaust, hier sehr rotzig ist und sehr unverschämt in seiner Art und Weise hier mit dir umzugehen und es hier vielleicht auch einfach nicht für nötig hält, dir hier einen Betrag zurückzuzahlen oder eben auch hier einfach auf dich zuzugehen mit Kompromissen, ja. Es wird sich aber auch für einige Steinbockgeborene hier auch eine Chance auftun. Du wirst hier einen Erkenntnisgewinn ziehen, wie du vielleicht auch zu mehr Geld kommen könntest. Aber da hat es wirklich auch etwas mit Schnelligkeit und mit Impulsen zu tun, dass du diese eben auch unbedingt direkt, wie gesagt, wahrnehmen solltest und daraus etwas Neues zu machen. Wie als wärst du so ein Prisma, so ein Lichtprisma und du streust die Energien, die auf dieses Prisma treffen, in verschiedene Richtungen. Und dann guckst du, was dabei wieder für dich rauskommt, ja? Was auch immer dir das jetzt hier sagen soll. Okay, deine Position Nummer 9, lieber Steinbock, verrät mir, dass du eben auch hier wieder in Sachen Gefühle und Emotionen hier einen Neubeginn wagen wirst in diesem Jahr und vor allem eben auch, dass du vom Außen auch diese Chance bekommst vom Leben, hier mit dem Ass der Kelche hier einen neuen Mensch in dein Leben eben auch zu ziehen, mit dem du dich eben auch gefühlsmäßig hier sehr stark verbunden fühlen wirst und du dich vielleicht auch jetzt schon verbunden fühlst. Also, dass du hier vielleicht auch schon auf eine Königin der Kelche blickst, wenn du als Mann zusiehst, ja. Vielleicht ist es ja auch ein männliches Gegenüber, wenn du als Frau zusiehst. Auf jeden Fall bekommst du hier die Chance, deine Gefühle für dich neu zu entdecken, neu zu erklären vielleicht auch, neu zu fühlen. Und das hat eben auch was mit dieser Erhöhungsschwingung zu tun, in der wir uns gerade befinden. Und auch in dieser Veränderung, wie wir Sachen wahrnehmen, ja, wie unsere Sinne hier nach außen strahlen. Du nimmst hier Gefühle anders wahr und du nimmst sie vor allem auch auf einer tieferen Ebene wahr. Das dürfte vielleicht hier für einige auch ein Talent von dir sein, dass du vielleicht auch unterbewusst spürst, wie manche Menschen dir gegenüber gefühlsmäßig aufgestellt sind, obwohl sie dir etwas ganz anderes rüberbringen in ihrem Bild oder dem, was sie dir verkaufen, vielleicht auch in Kommunikation. Und hier darfst du noch mehr Energie reinfließen lassen. Du
solltest dich vielleicht auch mal fragen, was ist denn für dich eigentlich Liebe? Welche Gefühle bestimmen denn deinen Alltag derzeit sehr präsent? Ja, weil hier gibt es ja irgendetwas, was hier von dir gesehen werden möchte und von dir auch neu gesehen werden möchte, damit du diese Energien auch nutzt, hier damit du auch das, was du bereit bist rauszugeben, hier dann auch von jemandem zurückerhältst, ja. Also die Karten sagen hier auch so, trau dich, lieber Steinbock, in diesem Jahr auch hier mit deinen Gefühlen rauszugehen, ja. Sag doch mal hier jemanden vielleicht auch, wie du über ihn oder sie denkst, ja. Dass das hier eben auch einfach wichtig für dich ist, dass du deine Gefühle auf der Zunge trägst, ja. Und gut, dann kommen wir zu dem Punkt, was könntest du vollenden oder was kannst du denn jetzt hier noch neu angehen? Und hier haben wir die Königin der Stäbe. Ich sehe das als einen weiteren Aspekt von dir und dass wohl einige Steinbock-Geborene, egal ob Frau oder Mann, die hier zusehen, auch wahrscheinlich schon Herrscher sind oder sich eben in dieser Transformation dahin befinden. Also dass du eben verschiedene Facetten gerade auch in dir wiedergespiegelt bekommst oder auch gerade dabei bist, diese in dir zu integrieren. Und dass die Königin der Stäbe hier sozusagen für deine Leidenschaften steht und für deine Talente, für all das, was du eben hier gerne tust, damit du hier vielleicht auch mal in Sachen Freizeitaktivitäten, Hobbys und so weiter hier dann auch mal in das Tun kommst, ja? Oder es hier vielleicht auch eine Sache für dich gibt, die du vollenden darfst, wo liegt denn deine Leidenschaft? Vielleicht hast du dich das ja noch nie gefragt oder du hast vor 100 Jahren mal irgendwas angefangen, was dir ein richtiges Herzensprojekt und das hast du dann aber einfach baumeln lassen. Also da ist dann nichts mehr hinzugekommen, kein Investment, kein weiterer Verlauf. Ja, also das steht einfach verstaubt irgendwo im Eck. Das kann auch wirklich etwas Materielles hier sein, aber es hat auf jeden Fall hier etwas mit deinen Berufungen und Talenten und auch mit deinen Leidenschaften zu tun. Also mit etwas, wo du dir ganz stark darüber auch bewusst bist, was du da möchtest. Ja, für einige Steinbock-Geborene kann es hier auch um deine Schönheit gehen, um deine Präsenz, um deine Strahlkraft, dass das etwas ist, was du vielleicht in diesem Jahr für dich vollenden solltest. Ja? Vielleicht hast du dich ja so stark transformiert, dass du dich auch im Außen veränderst, dass du vielleicht gerade sagst, ich möchte natürlicher werden. Ne? Das ist ja jetzt auch gerade so ein Trend wieder in Social Media, gerade auch so unter uns Frauen, dass wir sagen, hey, wir schminken uns jetzt einfach mal nimmer. Ja? Wir wollen nicht rumlaufen wie jeder andere. Also ich meine, wenn man heute mal sich die ganzen Frauen anguckt, die sehen wirklich alle fast gleich geschminkt aus. Alle aufgespritzte Lippen, hohe Wangenknochen, fetter Lippenstift drauf. Und dass es hier vielleicht auch für dich darum geht, das zu vollenden, ne? Dass du deine Schönheit eben auch aus dir herausstrahlen lässt und dass du weniger Wert auch auf äußere Attraktivität setzt, weil du da vielleicht auch einen sehr hohen Perfektionismus auch hast, ja. Also ich kenne das von sehr vielen Steinbock-Frauen zumindest mal, deswegen kam mir das sehr, sehr präsent jetzt hier auch in den Sinn. Auch hier ist es tatsächlich die Möglichkeit, dass du auch hier wieder auf eine Person schaust, dass du hier ein Feuerzeichen um dich herum wirbeln hast und du mit diesem Mensch hier eine Vollendung finden solltest. Also das solltest du unbedingt angehen, ja. Sage hier jemandem deine Entscheidung, mach hier jemandem etwas klar. Und vielleicht ist es ja Widder, Löwe, Schütze, der dich in diesem Bereich hier triggert oder wo eben hier noch eine offene Rechnung ist, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes kann das eben auch tatsächlich der Fall sein, ja. Sehr, sehr interessant. Okay, lieber Steinbock, und als letzte Information, als vorletzte haben wir hier noch den Magier in der Botschaft des Spirits. Wenn du ein spiritueller Mensch bist oder ein religiöser Mensch, ganz egal wie, dann ist es so, dass es hier ein Mensch in deinem Leben gab, der schon verstorben ist. Das könnte für manche auch ein Tierwesen gewesen sein. Das hat sich jetzt aber auf jeden Fall weiterentwickelt. Das kann ich dir jetzt schon mal so sagen, weil diese Energie ist sehr, sehr
groß und mächtig. Und du bekommst hier eine sehr schöne Durchsage. Und ich soll dir sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber dass für dich in diesem Jahr hier verschiedene Richtungen eine Rolle spielen werden. Also nochmal dieses Thema Prisma. In welche Himmelsrichtungen oder Richtungen generell bist du denn bereit, deine Energie, deine Strahlkraft, deine Liebe hier fließen zu lassen, ja? Und du wirst hier beobachtet und du wirst hier auch beschützt und es werden sich hier auch Dinge für dich von alleine tatsächlich klären, weil einige warten da ja auch schon drauf, ja? Und du wirst hier auch in diesem Jahr beschenkt werden mit neuen Fähigkeiten, weil der Magier möchte auch immer unsere Weiterentwicklung. Und hier sehe ich eben, dass du dir hier einige Fähigkeiten entweder ganz neu erwerben wirst oder diese weiter vertiefst, ja, und du dir hier vielleicht auch sehr viele Gedanken darüber machst, wie du zum Beispiel auch deine Skills, die vielleicht auch für einige hier magisch sein können, vielleicht hast du ja auch Magical Skills oder auch ein sehr großes Interesse einfach an diesem Themengebiet und dir hier immer wieder durch die Gedanken geht, wie könntest du das denn nach außen bringen? Was kannst du denn mit diesen Erfahrungswerten, die du da gesammelt hast, aber auch mit deinem Wissen, das du auch in dir trägst und mit diesen Skills hier anderen damit helfen? Wie kannst du denn damit rausgehen? Ja, und da möchte ich ganz gerne jetzt hier noch die Kurve finden zur Prinzessin der Stäbe. Das ist deine Lernaufgabe und ich nehme hier wahr, dass deine Lernaufgabe in diesem Jahr eben unbedingt deine Talente sind. Deine Begeisterungsfähigkeit ist hier gefragt, dass diese wieder wachgekitzelt wird. Ich nehme hier auch manche Steinbockgeborene so ein bisschen in so einer Schlafphase wahr, also Dornröschenschlaf hatte ich, glaube ich, in den ersten Sätzen hier schon benannt. Und das ist auch so eine Energie, die ich hier auch wahrnehme. Ja, dass du vielleicht wie so ein bisschen eingestaubt bist oder das Gefühl hast, auf mir sind schon Spinnenweben. Vielleicht auch gerade so in dem Bereich Liebe oder so. Und ich sehe hier, dass jetzt in diesem Jahr diese Feuerenergie in dir erwacht. Durch diese starke Betonung hier auch durch Drachen, durch Saturn, Mars-Energie, die uns ja auch ziemlich stark auch beeinträchtigt in diesem Jahr, geht es für dich darum, dich mal wieder treiben zu lassen, Neues für dich zu entdecken. Hier Erneuerung, das Thema ist ja riesig für dich und eben auch, wie gesagt, in verschiedene Richtungen deine Energie fließen zu lassen und einfach mal zu gucken, was kommt denn da zurück und wo könntest du denn dann noch mehr Energie einfließen lassen, ja, und ja, dass du eben auch offener wieder für neue Begegnungen wirst und eben auch für neue Impulse und Erkenntnisgewinne, dass das eben deine Lernaufgabe ist in diesem Jahr und auch nochmal vor allem auch die Begeisterungsfähigkeit wieder zu finden. Und ich sehe hier auch, wie gesagt, ein Mensch wird in dein Leben treten und diese Person besitzt genau dieses Können, dieses Talent, andere mit sich zu reißen, andere zu begeistern, andere mitzuziehen, ja. Und das wird dich hier auch richtig cashen an dieser Person. Und da kannst du vielleicht auch etwas für dich daraus lernen oder etwas für dich daraus ziehen, ja. Und vor allem halt auch hier schneller aktiv zu werden, ja. Und nicht so langsam, komme ich heute nicht, komme ich morgen. So diese erdige Energie, das ist ja die langsamste Energie der Münzen auch im Tarot, ja. Sondern, dass du hier auch mal ein bisschen mehr Schnelligkeit und Impulsivität auch in dein Leben wieder einlädst, ja. Und vor allem auch Spontanität. Auch, dass Spontanität für dich sehr, sehr wichtig wird, ja. Auch das sehe ich hier tatsächlich, ja. Also lass dich hier leiten und denk dir auch öfter mal einfach, was soll denn schief gehen, ja. Und selbst wenn es halt nichts für dich war oder du hier irgendwo investiert hast, wo es nichts gebracht hat, du hast es wenigstens versucht, ja. Und kannst dann für dich ausschließen, dass du da nochmal deinen Fokus drauf richten wirst, ne. Okay, lieber Steinbock, eine wunderschöne Legung. Schau dir auch, wie gesagt, unbedingt noch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen auf meinem Kanal an. Und
Du unterstützt mich super stark, wenn du mir einfach einen Daumen nach oben da lässt. Und ansonsten, falls du es immer noch nicht getan hast, lade ich dich jetzt hier nochmal ein, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Das kannst du da in der Mitte tun. Und wenn du da dann noch auf die Glocke aktivieren gehst, wirst du auch automatisch über jedes neue Gewinnspiel, Video oder Community-Beitrag informiert. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles, impulsives Jahr für dich, lieber Steinbock. Und schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, was dich so umtreibt. Namaste.